Das Wochenende ist rum und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow. Heute Nacht hier live aus Köln von 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und offen heißt, dass ihr euch hier bei mir melden könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111. Diese Nummer ist gebührenfrei. Ich wehre mich ja dagegen, dieses dämliche Wort hier zu benutzen, was hier unten auf der Karte steht, nämlich Free Call. Das können wir wunderbar deutsch ausdrücken, nämlich gebührenfrei. 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Claudia ist dran. Nein. Die erste. Ja? 20 Jahre alt. Und du musst schon lachen, was ist denn los? Ich finde es cool, im Fernsehen zu sein. Ja, ich finde es auch cool, mit dir jetzt zu reden. Im Fernsehen und im Radio. Ja, und ich finde es auch cool, dass ich die Erste bin. Du, natürlich bist du die Erste. Als du vorhin angerufen hast, war den Kollegen klar, Claudia wird die Erste sein. Echt? Ja, klar. Aha. Gehe ich mal von aus, wenn du jetzt hier die Erste bist. Claudia, ehe wir jetzt hier sinnlos plaudern, dein Thema. Oh, mein Thema ist Trennungsschmerz. Ah, Trennungsschmerz. Wahrscheinlich betrifft das so, sagen wir mal, 40% aller Menschen, die jetzt zuschauen und zuhören. Oder 20-30%. Ja? Ja, ich glaube schon. Könnte sein. Ja. Klage uns dein Herzeleid. Von wem musst du dich trennen? Von meiner Freundin. Du bist eine Lesbe. Ja. Eine lesbische Frau. Von deiner Freundin. Ja. Warum musst du dich von ihr trennen? Oder also, willst du dich von ihr trennen? Ich will nicht, nein, um Himmels Willen. Ja. Also ich bin jetzt übers Wochenende hier gewesen. Sonst haben wir es auch immer so gemacht, dass wir uns so mal eine Woche sehen oder so. Immer nur so, weil wir 500 Kilometer auseinander wohnen. Oh, das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Ui. Ja, und wir können das fast gar nicht aushalten. Wie lange wart ihr denn zusammen? Seit Anfang diesen Jahres. Mhm. Warum musst du dich jetzt von ihr trennen? Wegen dieser weiten Entfernung oder warum? Ja, das ist, ich wohne so weit weg und ich bin noch in der Ausbildung. Mhm. Das ist das größte Problem. Also das größte Problem ist wirklich die Distanz. Ja. Und deshalb ja. Hat sie gesagt oder sagt ihr beide zusammen, es geht nicht mehr? Ja, wir sagen es beide zusammen. Wie oft, so in der Regel im Monat, seht ihr euch? Jedes Wochenende? Was? Im Monat, wie oft habt ihr euch gesehen? Das ist immer verschieden. Ja, einmal oder viermal? Ja, einmal, glaube ich, ne? Ja, einmal. Na, das müsstest du aber genauer wissen eigentlich, als frisch verliebte junge Frau. Moment, also du denkst jetzt, wir wollten uns trennen, oder was? Du hast mir gerade gesagt, du willst über Trennungsschmerz. Ach, jetzt, ich verstehe nicht, was dein Thema ist. Mein Thema ist, dass ich wieder nach Hause fahren muss, aber nicht will und nicht kann. Weil ich hier bleiben will. Du bei bist, ihr. Ach, jetzt verstehen wir das alle. Oh nein. Wir dachten natürlich, du willst dich von deiner Freundin trennen. Nein, um Himmels Willen, niemals. Na, es war nicht präzise ausgedrückt. Oder ich Depp, hab das nicht richtig verstanden. Ja, schon, okay. Also mal von vorne. Seit Anfang dieses Jahres bist du mit ihr zusammen. Ja. Ihr seid 500 Kilometer auseinander. Ja. Jetzt hattest du sie besucht, wie so oft schon. Ich hoffe, oft in der letzten Zeit. Ja, es geht, nicht so oft, also nicht oft genug auf jeden Fall. Ja, also nicht so ganz oft, aber jetzt bist du noch bei ihr und möchtest eigentlich gar nicht zurück, aber du hast eine Ausbildung, da wo du herkommst. Ja. Wo kommst du denn her? Aus Bonn. Aus Bonn und deine Freundin wohnt im Großraum? Hamburg. Hamburg. Claudia, nun gibt es ja hervorragende Zugverbindungen von Köln-Bonn nach Hamburg. Oh. In 4 Stunden. Am Wochenende. Ja. Also so dramatisch finde ich das dann doch wiederum nicht. Aber ich schon. Du schon? Ja. Aber Fakt ist ja, dass du deine Ausbildung nicht an den Nagel hängen kannst. Ja, aber das war das, was wir die ganze Zeit am Überlegen sind. Was lernst du? Ja. Nicht ja, sondern was lernst du? Ach so, Erzieherin. Du solltest vielleicht ein kleines bisschen konzentrierter sein bei dem Gespräch. Erzieherin, in welchem, wie lange musst du da lernen? Also ich habe jetzt noch ein Jahr vor mir, dann bin ich fertig. Ja, also da ist das ja wohl überhaupt gar kein Thema, das jetzt abzubrechen. Das wirst du schön durchziehen, das ganze Jahr noch. Und wenn die Liebe groß ist, wird die Liebe auch die Entfernung Bonn-Hamburg aushalten. Mm-mm. Doch, sag ich dir. Mm. Aus Alter. Ja, sie muss ja. Sie muss das aushalten, oder wie? Ja. Naja, sie könnte auch zerbrechen, aber ich sage jetzt mal, wenn die groß ist, die Liebe, hältst du es auch aus. Mhm. Bist noch nicht so ganz überzeugt, ne?
Nee, vor allem nicht, dass ich jetzt irgendwann wieder nach Hause muss, weil eigentlich hätte ich gestern nach Hause fahren müssen. Mhm. Und wir saßen hier, alle Sachen waren gepackt und dann kam die große Heulkrise und dann habe ich gesagt, nee, ich fahre einfach nicht. Mhm. Dann bin ich einfach hier geblieben. Das heißt, du hättest heute schon wieder an deinem Arbeitsplatz sein müssen. Ja, und hätte ich müssen. Hast du angerufen? Ich habe heute Morgen angerufen, nicht mehr krank. Mhm. Ja, und dann war ich dann heute beim Arzt und habe jetzt einen Attest für bis Mittwoch. Aha, okay. Ist eine kleine Trickserei, wollen wir mal die Augen zudrücken. Aber Mittwoch wirst du schön dich in den Zug setzen und nach Hamburg tuckern. Nach Bonn. Ach, nach Bonn. Du bist jetzt in Hamburg. Mhm. Ach so. Und dann müsst ihr das halt irgendwie besser organisieren, dass ihr euch oft seht. Und in einem Jahr kann man alles ganz anders organisieren. Hä? Mhm. Ist meine Meinung. Ja, ja, klar. Ne? Und du darfst auf keinen Fall jetzt die Ausbildung an den Nagel hängen deshalb. Ich bin zwar auch immer ein Fürsprecher der Liebe, dass man dafür alles tun sollte, aber in dem Fall geht beides unter einen Hut zu kriegen, finde ich. Mhm. Viel Erfolg bei der Ausbildung, viel Erfolg mit der Liebe und Gruß mit deiner Freundin herzlich. Wie heißt sie mit Vornamen? Kirstin. Kirstin. Danke. Alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ach, die jungen Leute. So ein kurzer Abstand. Kurt, 17 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, Kurt, guten Morgen. Dein guten Thema. Morgen. Mein Thema sind Strumpfhosen. Also ich trage leidenschaftlich gerne Strumpfhosen. Ja. Aber das ist nicht wirklich das Problem. Das Problem ist, ich werde höchstwahrscheinlich bald erpresst. So. Deswegen. Jetzt aber erstmal eins nach dem anderen. Ja. Was heißt denn Strumpfhosen? Nylon-Strumpfhosen. Also ich trage die sehr gerne unter der Jeans oder unter dem Trainingsanzug. Mhm. Das macht mir Spaß und ich finde da auch nichts Verwerfliches dran. Mhm. Warum trägst du sie? Also einfach so aus Spaß. Es gefällt mir, es fühlt sich gut an und so. Und ich bin nicht der Einzige. Es gibt ja auch diverse Schauspieler wie Mathieu Carré, der trägt auch gerne Strumpfhosen, oder Stefan Raab. Ist das so? Ja, ja, weißt du das nicht? Nein. Stefan Raab trägt gerne Unterhosen. Ja, das behaupte also ich. Also Strumpfhosen, nicht Unterhosen. Ja, Strumpfhosen. Unterhosen ja, wahrscheinlich auch. Ja. Vielleicht ist das auch eher ein Scherz von ihm gewesen. Ja, es könnte sein, aber zum Beispiel der Mathieu Carré, der trägt die ja auch. Also das aber es sind andere Strumpfhosen, jetzt anderes Material. Also du trägst diese klassische Damen-Strumpfhose. Richtig. Aus Nylon. Richtig. Die man so im Supermarkt zu einer Kasse überall kaufen kann. Ja. Überall auf der Tankstelle, Supermarkt, bei Aldi, überall kriegst du die. Hat das so eine erotische Komponente bei dir auch? Ja, ein klein wenig, würde ich schon sagen. Inwiefern? Also es macht mich an, wie sich das anfühlt. Wenn du mit deiner Hand darüber streifst, fühlt sich einfach super an. Fühlt sich super an. Mhm. Trägst du die mit Unterhose oder ohne Unterhose? Nein, ohne natürlich. Ohne Unterhose. Mhm. Ohne. Ja. Du bist nun sehr jung noch, ne? Naja gut, ich war damals 15 und das hat sich so ergeben, glaube ich, irgendwie. Wie hat mir einfach, also ich habe da mal... Ja, wie ergibt sich denn so? Ich durfte dieses Material mal fühlen und das hat mich irgendwie schon so angemacht. Wo durftest du dieses Material denn mal fühlen? Ich habe es einfach so gefühlt, einfach im Schrank da. Meine Eltern habe ich da mal rumgefühlt und habe ich das gesehen, aber ich habe sie nicht angezogen. Mhm. Und dann habe ich mir ein paar Tage später gedacht, du kaufst dir einfach mal eine und schaust dir das einfach mal in Ruhe an. Mhm. Ganz genüsslich, ganz relaxed. Das habe ich getan. Ich habe eine Dean Martin Platte eingelegt und sie mir dann angehört. Da hast du noch zu Hause gewohnt. Richtig, jetzt immer noch. Jetzt immer noch? Ja, ja. Kriegt deine Mutter das nicht mit? Nein, auf keinen Fall. Ich trage ja nicht ihre. Ich glaube ja selbst welche. Das, ja. Ja. Also davon war ich schon ausgegangen, dass du nicht ihre trägst. Aber dennoch, die müssen auch mal gewaschen werden. Selbstverständlich. Und die wäschst du die selbst? Ja, natürlich. Und wo trocknest du die? Die trockne ich im Trockner. Das mache ich alles in einer Dings, im Wäschesalon. Ach so, das kriegt sie alles gar nicht mit. Und sie geht auch nicht mal an deinen Schrank, wo die Sachen... Versteckt hier. Du versteckst hier, ja. In meinem Kissen. Ja. Hast du die immer an, jeden Tag? Nein, nicht jeden Tag jetzt, ne? Ab und zu mal und so. Und in der Woche vielleicht 3-4 Mal. Mhm. Aber nicht den ganzen Tag drüber. Ich wechsle ja auch, ne? Trägst du dann über diese Strumpfhose unten auch noch Socken? Ja, selbstverständlich. Damit man das nicht sehen kann? Nein, das darf man nicht sehen. Also, wie teuer ist denn so eine Strumpfhose? Kommt drauf an, also zwischen 9 Mark, das sind die ganz günstigen, bis 30 Mark, also mehr gebe ich auch dafür nicht aus. Würde ich gar nicht machen. 30 Mark kostet eine Strumpfhose? Ja, also die ich mir hole. Ja. Und das ist so, dass es mir auch Spaß macht, wenn ich zum Beispiel Fußballspiel oder Basketball und dann, ja, alle schwitzen, super männlich, alles, und ich mit einer Strumpfhose spiele, dann muss ich schon manchmal schmunzeln darüber. Weil ich bin bestimmt der Einzige. Wie, du spielst Fußball mit der Strumpfhose? Ja, ja, aber natürlich nicht so und ich habe da eine Hose drüber, ist klar. Eben, sonst würden die Jungs das ja sehen. Ja, das wäre fatal. Aber, ja, das wäre fatal. Aber hinterher so beim Duschen und so, wie geht das? Nee, das ist ja nur während der Sportstunde, duschen wir ja nicht gleich. Ach so. Nee. Hat das insofern auch eine erotische Komponente bei dir, darauf wollte ich gerade hinaus, dass du mit oder in der Strumpfhose auch dir einen runterholst? Nein, das nicht. Doch nicht, aber
Es könnte passieren. Es könnte passieren, es ist sehr erregend. Ja, ja. Das möchte ich gar nicht abstreiten, nein, auf keinen Fall. Mhm. Und es ist ja auch so, dass ich mir sage, das fühlt sich toll an einfach. Es fühlt sich wirklich super an. Mhm. Und ich würde sagen, das kann ich dir auch nur empfehlen. Teste das auch so mehr. Das wird dir Spaß machen. Gut, ich gehe morgen mal irgendwo in ein Damenstrumpf-Fachgeschäft und kaufe mir eine Nylon-Strumpfhose, genau. Ja. Und moderiere morgen vielleicht diese Sendung in einer Nylon-Strumpfhose. Das gibt ja bestimmt einen gewissen Touch. Also am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, auch du bist sehr tolerant. Und das würde ich bin schweinetolerant, aber ich glaube nicht, dass ich drauf stehe. Das kannst du vorher nicht beurteilen. Das wäre ja wieder intolerant, wenn du jetzt sagst, du stehst nicht drauf. Probieren geht lieber studieren. Man muss ja nicht alles ausprobieren. Nicht alles, aber vieles. So, jetzt aber weiter. Du sagst, dass du eventuell demnächst erpresst wirst. Ich hatte Freitag Besuch von einem Freund. Mhm. Der war nach 22 Uhr im Bad. Das sollte eigentlich ein bisschen länger dauern. Der wollte kurz duschen. Und ich war so übermütig und habe einfach eine Strumpfhose angezogen und war in meinem Zimmer. Mhm. Und das war auch ein, hat den gewissen Kick für mich, weil ich gedacht habe, hey, vielleicht erwischt er dich jetzt. Aber ich habe es natürlich nicht gehofft. Mhm. Und wie der Zufall so wollte, kam er dann rein, als ich gerade dabei war, sie auszuziehen. Mhm. Und schwuppdiwupp. 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 Schwuppdiwupp, er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Und was hat er gesagt, schwuppdiwupp? Schwuppdiwupp hat er gesagt, das findet er sehr toll, dass ich Strumpfhosen trage, natürlich mit einem sarkastischen Unterton. Mhm. Und ich habe gedacht, oh nein, bitte nicht, habe ich gesagt. Also ich hätte, das war unglaublich. Auf alle Fälle habe ich dann gehofft, dass das alles glimpflich abläuft, doch das war leider nicht der Fall. Leider nicht. Wie ging's denn weiter? Er fragte nach diversen Platten, also Vinyl, die er gerne haben möchte, weil ich doch bestimmt bereit wäre, ihn die zu überlassen. Und für mich hat das einen Touch von Erpressung letztendlich, weil wenn ich ihn die jetzt geben sollte, dann bin ich erpressbar. Ich bin jetzt im Prinzip erpressbar auch geworden. Also ihr habt jetzt gerade über die Strumpfhosen gar nicht weiter intensiv geredet? Nicht wirklich. Also er meinte nur, ja, wie lange machst du das denn schon? Ich habe ihm das auch alles erzählt. Ja, warum hast du ihm das alles erzählt? Ja, es war zu spät. Er hat mich in flagranti ertappt. Ja, nur gut. Aber du hättest sagen können, ach, ein Joke, einmal. Gut, das war naiv. Das war naiv letztendlich. Das war du hast ihm die ganze Geschichte erzählt, dass du seit deinem 15. Lebensjahr... Richtig, richtig. Und das war richtig dumm auch. Schön doof, ja. Ja, das war richtig doof, ja. Kurt ist doof, ne? Das ist richtig dumm, ja. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dann nicht drüber nachgedacht letztendlich, ne? Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt stockhetero bin oder schwul. Ich würde sagen, ich bin bi. Mhm. Und es gibt genügend attraktive Männer, ne? Ja. Ich würde mir da jetzt gar nicht einen großen Kopf machen. Ich würde dem die Platten nicht geben. Und wenn der irgendwie dir da irgendwas erzählt, dann sagst du, streitest du das einfach ganz klar ab. Ja gut, aber ich bin ein sehr schlechter Lügner und was ist, wenn ich dann rot werde? Ach, ich glaube, dass du ein guter Lügner bist. Echt? Ja, glaube ich. Ich krieg so mit, ich glaube ja. Ja? Ja. Ich hoffe es. Hey, hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja. Und wie alt warst du da? Jetzt nur oder so. Also das war vor der Strumpfhosenphase? Das auch, ja. Das heißt, also seit der Strumpfhosenphase gab es keine Partner? Ja, langfristig gesehen nicht, nein. Immer mal so kurze Techtelmechtel, aber dass das jetzt so ist, nee. Ich würde sagen, ich bin bisexuell. Einen Jungen gab es aber auch noch nicht. Oder auch Techtelmechtel, nee, mit einem Jungen? Nee, das noch nicht, aber Gedanken daran schon verschwende ich. Es gibt diverse, wenn ich attraktiv bin. Also Stefan Raab, Sky Dumont, also Mathieu Carré, das... Das sind ja alte Männer für dich. Mein Gott. Stefan Raab ist ja noch der Jüngste letztendlich. Ja, Mathieu Carré ist ja nur, weiß ich, über 50, ne? Echt? Ja. Doch schon. Ja, ist er. Ne? Ja, ein attraktiver Mann früher. Heute eigentlich auch noch, klar. Aber Sky, du möchtest das nicht abstreiten. Ne? Nein, ja, natürlich, ja. Und, aber letztendlich, was ich sagen möchte, ist, bei Stefan Raab spielt es auch nur eine Rolle. Ich glaube, der ist im Bett sehr passiv und noch formbar. Und deswegen, glaube ich, könnte man mit ihm... Ich könnte jetzt fast glauben, du bist Stefan Raab, aber das glaube ich nicht. Ich bin nicht Stefan Raab, aber manchmal wünsche ich es mir wirklich. Und dann meinst du... Halt, erzähl mir. Du meinst, Stefan Raab ist im Bett formbar? Bestimmt. Ganz, also warum? Ich habe da so ein Feeling für, glaube ich. Stefan Raab ist ja Metzger, ne? War er mal. Weißt du, ne? Von der Ausbildung her. Ja, habe ich gehört. Ja, und er ist ja doch ein recht stämmiger, vielleicht auch bodenständiger Mann. Das ist alles nur Fassade. Alles Fassade? Das ist alles nur Fassade. Also ich möchte nicht behaupten, dass er jetzt... Du meinst also eher, der Stefan Raab fährt die passive Nummer? Ja. Du könntest ihn zum Beispiel, du könntest ihn anziehen mit irgendwelchen Nylon-Strumpfhosen? Richtig, würde ich gerne machen. Ja. Und, also ich stelle mir das Stefan. So vor... Also er guckt ja auf diese Sendung, glaube ich. Vielleicht könnten wir beide euch mal zusammenbringen. Wäre nicht schlecht. Also ich hatte, also das ist jetzt nur bei Stefan Raab diverse Fantasien, dass ich ihm gerne Perms anziehen würde, eine Strumpfhose und einen roten Minirock und schlechtes Make-up. Eine Perücke bräuchte der nicht. Warum schlechtes Make-up? Wenn schon, ja, das hat ja was Verruchtes, Billiges. Ach so, ja. So ein bisschen nuttig, ne? Richtig, ein bisschen nuttig. Ja. Und rote Perms. Nein, rote Pumps nicht, schwarze Pumps, aber einen roten Rock. Einen roten Rock. Ach so, war das, ja. Und es müssten schon Laufmaffen in der Strumpfhose sein. Du bist ja ein ganz, ganz Schlimmer. Ja.
Ja, gut. Das sind so deine 17-jährigen Fantasien. Aber nur bei Stefan Raab. Nur bei Stefan Raab. Mhm. Also der turnt mich letztendlich im Nachhinein doch sehr, sehr an. Das heißt, ich kann mir schon immer vorstellen, was du vor dem Fernseher machst, wenn Stefan Raab seine Show hat. Das kann sehr schmutzig werden. Du sitzt sehr dann mit deiner Strumpfhose vor dem Fernseher und meistens, mehr wollen wir darüber nicht sagen. Meistens sitze ich so, aber was ich dazu sagen möchte, ist zum Beispiel zu Stefan Raab, ich möchte nicht behaupten, dass der jetzt stockhomosexuell ist, aber der hat eine leichte Homoader und das finde ich auch sehr geil. Ich glaube, dass der gar keine Homoader hat, aber ich weiß es nicht. Das siehst du, also wenn du es nicht weißt, kannst du es auch nicht. Nein, ich weiß es nicht genau. Also Kurt, lass dich nicht erpressen. Ich sitze morgen hier mit einer Nylonstrumpfhose. Ich hoffe es. Ein Mann, ein Wort. Domian, tschüss. Wir sprechen uns bald. Tschüss. Ja, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, wenn ihr auch mit mir reden wollt. Über Strumpfhosen zum Beispiel. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt ist Michael dran und Michael ist 14 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Domian. Michael, dein Thema. Mein Thema ist, ich werde mal von meinem Bruder geschlagen und der ist auch nicht so knapp. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 17. 17. Und seit wann geht das schon so? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Ja. Und was heißt, du wirst immer von ihm geschlagen? Wie heftig wirst du denn geschlagen? Ja, einmal hat er mich krankenhausreif geschlagen. Einmal. Und das war knapp vor einem Monat. Was heißt krankenhausreif? Ich musste öfters zum Arzt und mich behandeln lassen. Und welche Verletzungen hattest du denn? Prellungen und meine Kniescheibe war verdreht und mein Brustkorb war ein bisschen eingedrückt. Klingt schon recht heftig. Da, er hat dich also richtig zusammengeschlagen. Ja. Wie oft kommt denn das vor? So wie er will. 2-3 in der Woche kann das schon vorkommen oder 4 sogar. Wehrst du dich? Ja, er ist von der Masse her viel mehr wie ich und ich kann gegen den nichts machen. Was sind denn das für Anlässe, wenn ihr euch da in die Haare kriegt? Ne, wenn er einen schlechten Tag hat oder so oder wenn er jetzt von der Arbeit heimkommt, dann und schlecht drauf ist. Musst du es ausbaden? Muss ich es ausbaden, ja. Dann schlägt er mich einfach. Was macht er vom Beruf? Vom Beruf ist er Elektriker, ja, genau. Mhm. Wohnt ihr alle noch bei euren Eltern, alle zusammen? Ja, meine Eltern sind ja getrennt. Und ich wohne bei meiner Mutter mit meinem Bruder. Mhm. Kriegt deine Mutter das mit? Selten. Das, wo mit dem Krankenhaus hat sie mitgekriegt. Mhm. Und du hast gerade gesagt, dass du aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit dich nicht großartig da wehren kannst oder wehrst. Ja. Und dennoch gibt's auch Aktionen deinerseits gegen ihn. Was denn? Und ich habe einmal, war ich so sauer auf meinen Bruder, da hat er mir Blutergüsse und Beulen auf den Kopf geschlagen und gegen die Wand geworfen mich und mit Hammer beworfen. Dann habe ich ihn eine Viertelstunde später mit einem Messer bedroht und dann habe ich ihn das am Arm gerammt. Du hast das Messer in den Arm gerammt? Ja. Das heißt, da war er krankenhausreif, oder? Mhm. Da ist er dann ins Krankenhaus gekommen, oder wie? Ja, er ist in ein Krankenhaus gekommen und mit 5 Stiche genäht worden. Und deine Mutter, das hat deine Mutter aber dann mitbekommen? Das hat meine Mutter nicht mitbekommen. Auch nicht, aber die sieht auch, wenn ihr Sohn eine Verletzung am Arm hat. Ja, die Verletzung hat sie schon gesehen, aber das Eigentliche, das, was vorher war, das hat sie nicht mitbekommen. Also die weiß gar nicht, dass du das gemacht hast? Das weiß sie. Aber das, was da vorgefallen ist und so, alles, das weiß sie nicht, wie das passiert ist. Aber sie weiß, dass du zugestochen hast? Ja. Was hat sie dazu gesagt? Ja, sie hat mich zusammengeschissen und mein Bruder hat sie dann bemitleidet und so. Und warum hast du ihr nicht so richtig reinen Wein eingeschenkt, dass du da seit 4 Jahren unter deinem Bruder leidest und dass er seine schlechten Launen an dir auslässt? Ja, das weiß meine Mutter, aber die kann nicht viel dagegen machen. Die kann nichts dagegen machen. Sie muss um 5 Uhr früh auf die Arbeit und um 3 Uhr mittags kommt sie heim. Mhm. Und dann legt sie sich meistens 2 Stunden noch hin zum Schlafen. Gut, das ist natürlich, die ist sehr eingespannt. Wie ist denn das Verhältnis von deiner Mutter zu dem Bruder? Hat dein Bruder denn Respekt und Achtung vor eurer Mutter? Ganz wenig. Ganz wenig. Das heißt, die könnte sagen, was sie will, er würde sich dir gegenüber nach wie vor so verhalten. Ja. Mhm. Hast du nicht dann ständig, lebst du nicht in ständiger Angst, dass er da wieder einen auf die... Ich liege jetzt hier auf dem Sofa, wenn jetzt mein Bruder runterkommen würde und das mitkriegen würde, dass ich mich mit dir unterhalte, ich glaube, da würde mich zusammenschlagen. Mhm.
Warum hast du jetzt hier angerufen? Warum? Hm? Weil ich das jemandem erzählen wollte und das vom Herzen los haben wollte. Also richtig dein Herz ausgeschüttet hast du noch keinen. Der Mutter hast du es irgendwie erzählt, aber es nutzt nichts. Sonst nur mal Freunde oder so, aber die verstehen das auch nicht ganz. Wie soll es denn weitergehen? Ich weiß nicht. Jetzt gehe ich dann morgen in die Schule und da habe ich ja auch schon Probleme gekriegt wegen ihm. Warum? Weil er sich früher beim Lehrer eigentlich aufgeführt hat und dann jetzt lässt es der Lehrer an mir aus. Und jetzt muss ich heuer weiter gucken, ob ich einen anderen Lehrer bekomme, dass ich dann das Jahr wieder schaffe. Und also ziemlich in der Kacke hängst du drin, ne? Rundrum. Und alles nur wegen ihm. Wo ist euer Vater? Mein Vater? Der ist jetzt, der wohnt jetzt, glaube ich, oben bei uns in Haßfurt an der Eishalle. Das ist so 3 Kilometer weiter weg. Jetzt also mit dem, hast du mit dem Kontakt? Ja, ganz wenig, aber bloß mal Hallo und Tschüss. Achso, also da ist auch kein tolles oder dolles inniges Verhältnis. Ja. Ja. Michael, gibt es in der Schule einen Lehrer oder eine Lehrerin, die du wirklich gut findest? Ja, schon. Mit denen habe ich ja auch schon drüber geredet, mit einem. Hast du? Mit dem Herrn C. Und der sagt mir, dass ich mal mittags länger in der Schule bleiben soll und dass der sich Gedanken drüber macht. Und das habe ich schon einmal gemacht und dann bin ich heimgekommen und dann bin ich da zusammengeschlagen worden. Wie, dass du mittags länger da bleiben sollst, damit er sich Gedanken macht? Oder? Ja, dass er sich Gedanken macht, was er jetzt angestellt hat. Und dass er halt Angst bekommt, was mit mir passiert ist. Aber das ging nach hinten los, das Ganze. Ja. Hast du dann mit dem Lehrer nochmal drüber gesprochen? Ja. Und was meinte der dann? Was hat der für einen Rat für dich? Ja, der hat dann mit meinem Bruder geredet. Hat aber auch nichts genutzt? Das hat nichts genutzt. Hast du danach dann noch mehr leiden müssen unter deinem Bruder? Oder war das... Ja, eine Woche später habe ich dann noch mehr leiden müssen. Und danach hast du dann nicht mehr mit dem Lehrer geredet? Ich rede mit dem jetzt schon 2 Wochen lang nichts mehr, kein Wort. Nee, ich meine, mit dem Lehrer hast du dann nicht mehr geredet? Mit dem Lehrer? Mit dem Lehrer habe ich schon lange nichts mehr gesehen. Der hat, glaube ich, die Schule gewechselt oder so. Ach so. War das so die einzige Vertrauensperson so aus diesem Bereich, so Schule? Ja. Weißt du, Michael, ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, irgendwas muss ja jetzt passieren. Du kannst ja nicht die ganzen nächsten Jahre, solange ihr noch zusammenlebt, da in Angst wohnen. Und vielleicht wird es irgendwann auch noch mal schlimmer, dass er dich noch mehr zurichtet. Ja, und ich habe ja jetzt schon eine Wohnung in Berlin. Ich ziehe dann nach Berlin, sobald ich meine Ausbildung andrehe. Ja. Und da wohne ich dann bei meinem Freund. Wann wird denn das sein? Das wird im... einem Jahr sein. In einem Jahr? Das heißt, der Zeit, ja. Das heißt aber, ein Jahr musst du noch aushalten. Ja, ein Jahr. Also, ich überlege gerade so Sachen vielleicht mit Jugendamt, dass du dich ans Jugendamt wendest. Nun ist das aber eine heikle Situation. Ich weiß, du bist mit ihm unter einem Dach. Und wir wollen ja, aber das ist ja halt das Problem jetzt, wenn ich zum Jugendamt gehe, dann bekomme ich Ärger von meiner Mutter, weil meine Mutter... Das ist ja nicht, das ist mein Halbbruder. Und ja, klar, sie kriegt dann auch. Dann muss er vielleicht am Heim. Weil bei ihm gab es ja schon mal Stress mit Polizei und allem drum und dran. Pass auf, Michael, wenn du nochmal vielleicht doch nochmal mit deiner Mutter redest und ihr auch sagst, wenn sich da irgendwas nicht ändert, nicht ein bisschen was ändert, dann gehst du zum Jugendamt. Vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass sie ein bisschen härter doch durchgreift. Oder siehst du da keine Chance? Ich sehe da eigentlich wenig Chance, weil was wollen die dagegen machen? Also ich glaube, dass zumindest diese Idee mit dem Jugendamt doch nochmal ein bisschen zu verfolgen ist. Ich möchte, da das aber schon eine komplizierte Sache ist, dich jetzt nicht einfach damit so entlassen, sondern möchte, dass du mit meinem Psychologen, das ist der Peter, heute Nacht auch nochmal darüber berätst. Der ist erfahren in solchen Angelegenheiten. Leg mal auf und der Peter ruft dich sofort an. Ja, okay. Sollen wir so verbleiben? Könnte ich bitte Autogramm von Ihnen haben? Kannst du auch. Der Peter schreibt gleich deine Adresse auf und dann kriegst du ein Autogramm. Ja, okay. Und wir duzen uns, klar? Ja, tschüss. Tschüss, Michael. Thomas, 26 Jahre alt. Ja, hallo Domian, grüß dich da. Thomas klingt fern, das heißt, er ruft mit Handy an. Richtig. Ja.
So, dein Thema. Domian, ich habe da ein Problem. Ja. Ich habe da vor ungefähr 3 Monaten eine Frau kennengelernt. Mhm. Hab da auch irgendwo nach einer geraumen Zeit eine Beziehung mit der angefangen. Und unser Problem irgendwo ist jetzt oder besteht da drin, dass meine Freundin noch Freundin, mehr oder weniger, im Endeffekt mehr Frauen steht. Die steht mehr auf Frauen. Was ich jetzt im Nachhinein natürlich erst erfahren habe. Ich habe natürlich auch erfahren, dass sie mittlerweile noch eine Freundin hat. Aha. Wovon ich erst natürlich später erfahren habe. So, und ich weiß nicht, wie ich mich jetzt in dieser Situation verhalten soll. 3 Monate seid ihr zusammen? Nein, wir haben uns seit drei Monaten... Vor 3 Monaten kennengelernt, gut. Richtig. Und würdest du denn sagen, dass ihr jetzt zusammen seid? Mittlerweile vielleicht nicht mehr. Mhm. So, ich wohne im Endeffekt jetzt noch mit ihr zusammen. Ach, ihr seid direkt zusammengezogen? Auch nicht ganz so. Das kann man so nicht sehen. Man muss das von der Seite sehen. Na gut, aber 3 Monate ist ja nicht keine lange Zeit. Und dann seid ihr schon irgendwie wann da zusammengezogen. Ja, richtig. Mhm. So, nur. Wann hast du denn eigentlich von ihr erfahren, dass sie noch eine Freundin hat? Ach, das ist noch gar nicht lange her, Domian. Ich denke, ich habe mal so vielleicht. Eine Woche? Vor einer Woche erst? Ja. Mhm. Und ihr wohnt zusammen in einer Wohnung. Habt ihr euch die zusammen ausgesucht oder bist du zu ihr gezogen oder sie zu dir? Ich bin zu ihr gezogen. Ja, warum eigentlich? Weil ich für diese Frau sehr viel empfunden habe. Aber zieht man denn nach ein paar Wochen schon dann direkt zu dem Menschen, zu dem man so viel empfindet? Ja, ich würde sagen... Ich würde mal sagen, nein. Ja, ich habe damals eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Mhm. Ich habe meine ehemalige Freundin mit Kind und so verloren und habe dann doch gedacht, so es liegt sehr viel daran, so mich dann irgendwo wieder zu binden, so um diese schwere Zeit zu überstehen irgendwo. Von einem Nest ins andere. Mal krass ausgedrückt. Ja, auf eine Art. Okay, ist ja. Ja, um diese Zeit zu überstehen irgendwo. So, und jetzt hast du vor einer Woche erfahren, dass deine Freundin oder wie auch immer wir sie nennen wollen, deine Bekannte, auch eine Freundin noch hat. Richtig. Schlaft ihr miteinander? Noch nicht. Noch nicht? Was heißt noch nicht? Kann das noch passieren? Es könnte, ich weiß es nicht. Von ihrer Seite her weiß ich nicht, ob es von ihrer Seite her machbar ist. Wie äußert sie sich denn dazu? Wie sie sich dazu äußert, hm? Möchtest du sie mal selber fragen? Sie sitzt neben mir. Ah ja, na klar, na gerne, ja. Gib mal ja? her. Hm? Ich geb's dir. Wie heißt sie denn? Sie heißt Sandy. Sandy. Ja, bitte. Hm? Ich gebe sie dir. Dann ja, bitte. Mal rüber. Ja, ja. Ja, hallo Jürgen. Sandy, schönen guten Abend. Wie alt bist du denn? Ich bin 23. 23. Ist ja eine bisschen seltsame Geschichte von euch beiden, dass ihr so schnell zusammengezogen seid. Ja, ist auch. Also wir sind nicht zusammengezogen. Das ist auch hat mit Thomas seinem Beruf auch zu tun. Der hat sich hier einen Beruf halt gesucht, einen Job. Und hat jetzt auch einen Mietvertrag für eine anderen Wohnung unterschrieben und vorübergehend wohnt er dann also, hier. Also, okay. So, jetzt hast du ihm vor einer Woche erzählt, dass da noch eine andere Frau mit im Spiel ist. Ja, genau. Du hast eine Freundin, eine feste Freundin. Keine feste Freundin. Also ich bin seit Monaten auch mit der zusammen. Seit wie vielen Monaten? Seit 2 Monaten ungefähr. Mhm. Nur die hat ein Alkoholproblem und dann lässt sie mich mal fallen und dann versuchen wir es wieder und ein hin und ein her. Mhm. So, jetzt ist ja die Grundfrage erst einmal. Die allergrößte Frage ist, liebst du oder bist du verliebt in Thomas? Nein, verliebt nicht. Verliebt kann ich nicht sagen. Ich habe ihn lieb. Mhm. Ich mag ihn sehr und ich will ihn auch nicht wehtun. Mhm. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, stehe ich jetzt auf Frauen oder eher auf Männer. Und dann dachte ich, versuch's einfach mal. Aber irgendwo hatte ich dann doch Angst irgendwie. Hast du denn schon mal Kontakt zu Männern gehabt? Nein. Nein, noch keiner. Schlechte Erfahrung damals, nur aus meiner Kindheit her. Ja, hast du denn schon mit Frauen längere Beziehungen gehabt? Ja. Das schon? Das schon, ja. Also lesbische Erfahrungen, die sind auf jeden Fall da. Ja, ja. Mhm. Die sind da und deswegen, und ich wollte den Thomas auch nicht wehtun, weil irgendwo kam ich mir ein bisschen bedrängt vor und dann habe ich ihm auch gesagt, pass auf, ne, ich bin mir da noch nicht sicher und dann habe ich auch gesagt, dann lass uns lieber erstmal gute Freunde sein, bevor ich ihn irgendwo viel mehr verletze und ich mir dann auch im Nachhinein wehtue, ne. Mhm. Nun ist es aber kompliziert, weil ihr schon so nah aneinander da gewachsen seid, ne? Ja. Für dich wäre es die beste Situation wahrscheinlich, wenn du erstmal ein bisschen Luft holen könntest und ein bisschen Zeit noch bekämst, ne? Mhm. Ja, das stimmt wohl. Mhm. Bist du denn, wie würdest du denn deine Gefühle für diese Frau beschreiben? Also, dass
ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr? Ja. Hast du sexuellen Kontakt mit der Frau? Bitte? Hast du sexuellen Kontakt mit der Frau? Ja. Man hat zwar auch ein bisschen gedauert, bis ich da erstmal Vertrauen hatte, aber mittlerweile wohl. Nun wohnst du mit Thomas zusammen in deiner Wohnung. Wie geht denn das so abends? Schlaft ihr in einem Bett zum Beispiel? Also bis vor 2 Tagen haben wir in einem Bett geschlafen und dann habe ich dann auch gebeten, leider Gottes, dann auf der Couch zu schlafen, weil mir das dann irgendwo zu viel wurde. Zwar nicht irgendwie belästigt, aber ich habe mich dabei dann nicht so ganz so wohl gefühlt. Also wenn auch schon kein Sex bisher gelaufen ist bei euch, laufen denn Zärtlichkeiten? Streichelt ihr euch oder lässt du dich von ihm streicheln? Und nee, gar nicht. Gar nichts? Gar nicht. Weil ich sträube mich auch irgendwo dagegen. Ich will es irgendwo im Endeffekt nicht, aber irgendwas sagt in mir, ne, so stopp und nicht weiter. Sagt denn irgendwas in dir vielleicht doch? Meine Gedanken schon irgendwo, aber irgendwie... Dein Gefühl auch? Das ist schwer zu sagen. Findest du den Thomas attraktiv? Ja, doch. Findest du ihn in irgendeiner Weise auch erotisch, sexuell anziehend? Nee, das wieder nicht. Gar nicht? Nee. Klingt nicht so dolle, Sandy. Ja, das weiß ich selber. Also. Aber ich meine, du bist natürlich jetzt letztendlich diejenige, die eine Grundentscheidung vorgeben muss. Ja. Ne? Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder sagst du jetzt, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mir im Klaren zu sein. Damit mutest du ihm natürlich auch einiges zu. Das darfst du auch nur machen, wenn du auch nur eine Chance siehst, dass ihr zueinander kommt. Wenn du ganz tief in dich hineinhörst und aber keine Chance siehst, dann musst du eigentlich ganz klar einen Wein einschenken und ihm sagen, pass auf, Thomas, eine Beziehung zwischen uns kann nicht laufen. Naja, ich meine, das habe ich mir auch schon gesagt, so, um ihn da irgendwo nicht weh zu tun, da habe ich auch gesagt, lass uns dann erstmal Freunde sein und irgendwas zusammen unternehmen. Sandy, man muss in solchen Sachen dann auch dem anderen mal weh tun, wenn es die Wahrheit ist. Denn man tut ihm dadurch besser, als wenn man ihm aus Mitleid irgendwie irgendwelche Almosen zusteckt. Ja. Da muss man ehrlich sein. Und wenn das weh tut für den anderen, ist es okay. Letztendlich ist es das Richtige. Ich würde jetzt euch raten, auf jeden Fall erstmal auseinanderzuziehen. Wenn das irgendwie möglich ist. Er hat ja ab dem 1. Oktober dann eine eigene Wohnung. Ach, das hat er ja. Zum 1. Oktober schon. Ja. Und dann erstmal vielleicht ein wenig auf Distanz gehen. Und du solltest vielleicht auch erstmal klären, was mit der Freundin ist. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, ob du eine Liebesbeziehung, eine partnerschaftliche Beziehung zu Thomas haben willst. Ja, also im Moment glaube ich wirklich weniger. Ja, ich meine, das ist eine klare Aussage. Gibst du mir den Thomas nochmal, Sandy? Ja, bevor wir uns da nicht mehr hören gleich, ja? Ich möchte wohl gerne ein Autogramm von dir haben. Wir rufen dich gleich nochmal an und dann nehmen wir deine Adresse an, okay? Ja, okay, alles klar. Dann sage ich schon mal Tschüss. Ja, tschüss, Handy. Und Kompliment noch an deine Sendung. Danke. Ja, bitte. Tschüss. Hallo? Also Thomas, du hast ja mitgehört, ne, was sie gerade gesagt hat. Was sie gesagt hat, ja. Was du gesagt hast, nein. Also von meiner Warte aus jetzt gesehen, klingt das alles nicht so hoffnungsvoll für dich, finde ich. Ja. Sie begehrt dich nicht. Sie findet dich attraktiv, aber sie... hat offensichtlich keine leidenschaftlichen Gefühle für dich, im erotisch-sexuellen Sinne. Nicht mal im zärtlichen Sinne. Ja, also muss ich mich damit im Endeffekt wohl damit abfinden, dass aus dieser Beziehung wird. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Und ich finde es auch sehr richtig, dass du jetzt zum 1. Oktober da ausziehst, um erstmal ein bisschen Distanz zu schaffen. Ich habe sie gerade ein bisschen genagelt und habe ihr gesagt, du kannst nur ein bisschen so auf Zeit spielen, wenn du in dir auch nur einen Hauch von Chance siehst, dass da sich vielleicht was entwickeln könnte. Und eigentlich hat sie mir gesagt, dass sie keinen Hauch von Chance sieht. Ja gut, dann muss ich mich ja damit im Endeffekt irgendwo abfinden. Ich glaube, beinahe ja. Und wenn du das schaffst, zu ihr eine freundschaftliche Beziehung herzustellen, wenn das geht, ist es natürlich wunderbar. Ja, das sowieso. Ja. Ja, du? Weil, sie liegt auch irgendwo... Freundschaft, was? So, es war im Endeffekt auch darauf ausgespielt, so dass ich gesagt habe, so, falls es mit der Beziehung nichts wird,
dass wir auf jeden Fall im Endeffekt gute Freunde bleiben. Ja, also wenn er es so hinkriegt, ist es doch wunderbar. Dann versucht es doch erst mal wirklich auf der Basis. Vielleicht, wer weiß denn, vielleicht entwickelt sich doch noch in ein paar Monaten was anderes. Wer weiß. Wer weiß, was die Zeit gibt. Wer weiß, ja. Es gibt da die verrücktesten Entwicklungen. Alles Gute euch beiden. Tschüss. 1.35 Uhr und 30 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr mich wieder anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Also heute haben wir kein festes Thema. Morgen haben wir wieder ein festes Thema. Da steht die ganze Sendung unter der Überschrift Meine Strafe war zu gering. Das ist das Thema morgen bei uns. Dann möchte ich euch noch etwas sagen zum Thema Mike. Da gibt es noch nichts zu sagen. Ich habe ihn noch nicht erreicht. Wenn ich ihn erreiche, wenn wir ihn morgen erreichen, halte ich euch natürlich sofort auf dem Laufenden. Also ich weiß noch leider gar nichts. Es geht weiter mit Alexandra. Und Alexandra ist 22 Jahre alt. Hallo? Schönen guten Morgen, Alexandra, ja. Ja, hallo Jürgen. Dein Thema. Ich habe ein Problem. Ich habe mit der Mutter meines Freundes geschlafen. Mit der Mutter deines Freundes? Richtig. Warum? Warum? Das frage ich mich auch. Also warum schläft ein junges Mädchen mit der Mutter ihres Freundes? Ja, was passiert? Die Frau hat mich einfach fasziniert und es passiert. Ich konnte nichts machen dagegen. Es war auch ein Geburtstag von der Mutter und da war die ganze Familie war da. Und wir haben auch alle was getrunken gehabt, es wurde später der Abend und die Männer, die wollten noch ein bisschen weggehen, die wollten sich noch einen trinken gehen, die Familie war auch so weit weg. Ja, und dann, aber die ganze Zeit schon über hatte ich mit der Mutter Augenkontakt. Ja, und irgendwie hat die Frau mich fasziniert, weil sie sieht auch ziemlich gut aus für ihr Alter. Ja, und irgendwie am Abend, dann waren wir dann alleine, wo die Männer alle weg waren. Dann hat sie gesagt, komm, wir trinken uns noch ein Fleisch Rotwein. Und da ich auch schon ein bisschen beschwipst war, da ich auch schon Sekt und alles getrunken hatte, ja. Ja, dann haben wir dann alleine am Tisch gesessen nachher noch und dann habe ich mich nachher runter aufs Sofa gesetzt, das war einfach bequemer. Ja, und dann ist passiert. Dann kam sie mir näher und hat sie dann ihre Hand auf mein Bein gelegt. Also sie hat angefangen? Ja, sie hat angefangen. Aber sie hat doch wahrscheinlich gesehen, dass ich auch irgendwas wollte. Mhm. Ja. Und dann ist es auf dem Sofa passiert? Es ist da passiert, ja. Es ist nachher natürlich weitergegangen bis zum Bett und das ist dann noch mehr. Geworden. Und irgendwann kamen die Männer doch nochmal zurück, oder? Nee, das dauerte dann länger. Wir haben das also alles ziemlich schnell gemacht. Mhm. Die Männer kamen also früh morgens, als wir die sind noch in die Frühkneipe da gegangen und dann. Mhm. Ja. Wann war das? Wie lange ist das her? Das war vor einem Monat. Vor einem Monat. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? 2 Monate. Ach, auch sehr frisch noch.
Genau. So, und danach, als es dann passiert war, wie bist du mit deinem Freund umgegangen? Was für ein Gefühl? Ja, das ist für mich ein ziemlich dummes Gefühl, weil ich weiß nicht, ich komme mir ziemlich dumm dabei vor, weil ich nicht weiß, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll. Wie verhältst also du dich? Also er hat jetzt nichts gemerkt, aber... Mhm. Wie verhältst du dich denn ihr gegenüber? Ich habe sie nicht mehr gesehen, aber sie ruft mich jetzt häufiger an, fragt mich, wie es mir geht und alles. Ja, und ich möchte mit ihr eigentlich gar nicht mehr sprechen, obwohl... Was ist das denn für eine Mutter? Die spannt ihrem Sohn das Mädchen aus. Ja, das habe ich mich nachher auch gefragt. Meine Freundin dachte mir das auch schon. Mhm. Ja, das jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Das wirft kein gutes Licht auf die Frau. Ja. Finde ich. Und was soll ich jetzt machen? Ja. Ich frage nochmal, wie hat es dir denn währenddessen gefallen? Es war eine komische Situation für mich, aber ich war jetzt nicht abgeneigt. Sonst hätte ich gesagt, ich war jetzt nicht so betrunken. War das deine erste Erfahrung mit Frauen? Mit einer Frau? Ich hatte vor einem Jahr schon mal mit einem jungen Mädchen in der Diskothek, hatte ich schon mal sowas. Mhm. Ja, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, ob das mit einem anderen Mädchen oder mit der Mutter deines Freundes. Mhm. Mhm. Ja. Liegt dir viel an deinem Freund? Ja, auf jeden Fall. Liebst du den? Was heißt lieben? Nach 2 Monaten kann man nicht kann sagen. Kann man nicht sagen. Aber du bist schon sehr interessiert an ihm. Und doch, eigentlich schon. Mm-hmm. Ja. Schwierige Lage. Ja. Schwierige Lage. Das denke ich auch. Ja. Vermutlich würde er eher aus allen Wolken fallen, ne? Wenn er das erfahren würde. Natürlich. Also ich glaube, der wird sofort Schluss machen, sofort. Und also ich glaube, der würde auch dann ziemlich ein Palaver in der Familie machen mit der Mutter, weil also sowas akzeptiert er überhaupt nicht. Hast du so einen Eindruck, wie das Verhältnis zwischen denen eigentlich ist, zwischen deinem Freund und der Mutter? Also ich kannte die Mutter ja vorher gar nicht. Ich war das erste Mal mit auf den Geburtstag, der hatte mich mitgenommen. Ja, aber er erzählt doch bestimmt auch so ein bisschen von zu Hause. Nee, eigentlich gar nicht viel. Gar nicht, Nee, gar nicht viel. Aber wie hast du das denn geschafft? Das ist jetzt einen Monat her. Gab es da nicht wieder Situationen, wo er sagte, ach komm doch mal mit nach Hause zum... Nee, er geht selten nach Hause. Also er war jetzt schon, er wollte schon gar nicht zu dem Geburtstag hingehen, aber er hat gesagt, wenn du mitgehst, gehe ich auf jeden Fall dahin. Ah, er wohnt da gar nicht mehr. Nee. Ja. Er wohnt nicht mehr zu Hause. Also ich glaube, das Allerklügste wäre, erstmal der Frau eine klare Grenze jetzt zu setzen, in dem Sinn, dass du, wenn sie dich anruft, dass du ihr sagst, du hast keine Lust an einem Kontakt und du möchtest das auf keinen Fall auch wiederholen. Ja. Und du wärst aber bereit, um nicht die Familie da zu belasten und vielleicht auch das Verhältnis zwischen ihr und dem Sohn halt den Mund zu halten. Ja. Ich glaube... Aber ich habe Angst, dass das nachher rauskommt, wenn wir doch nochmal irgendwann zusammen dahin gehen sollten, dass die dann irgendwie, dass ich mich dann komisch verhalte oder so, dass mein Freund merkt, da habe ich Angst vor. Also ich würde es jetzt erstmal an deinem Freund auf keinen Fall erstmal nicht erzählen. Vielleicht später mal, wenn euer Verhältnis vielleicht auch mehr gewachsen ist und tiefer ist. Ja. Aber jetzt erstmal nicht. Und du kannst dem ja auch aus dem Weg gehen, dass du da zumindest das nächste halbe Jahr oder weiß ich, auf keinen Fall mit zu ihm nach Hause gehst. Ja, ist auch besser so, glaube ich. Ja. Und also irgendwie kann ich das verhindern, glaube ich. Ich finde die Frau ja wirklich sehr dreist, ne? Das ist dreist. Mhm. Ja, meine Freundin sagte mir das auch. Also die sagt auch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber die Frau hat mich auch fasziniert und die hatte mich auch die ganze Zeit angeguckt. Ja gut, aber merkt, ich meine dreist auch in dem Sinne, dass sie dich jetzt immer noch wieder anruft. Ja, klar. Wie reagierst du dann am Telefon? Ja, ich bin dann total verlegen. Also ich weiß nicht. Also ich versuche dann immer so schnell wie möglich abzuwimmeln und alles. Ja. Also da würde ich jetzt mit ihr am Telefon auf jeden Fall Tacheles reden, ne? Ja. Ganz klar raus. Kein Bock mehr drauf. Ich möchte auch nicht mehr, dass sie mich anrufen oder dass du mich anrufst. Ich weiß nicht. Ja, genau, richtig. Ja, gut. Und dann sieh mal zu, dass eure Beziehung vielleicht noch intensiver wird und irgendwann vielleicht kannst du es deinem Freund erzählen, aber erstmal nicht. Ja, ich denke mal auch, besser nicht erzählen. Also besser gar nicht, weil dann ist es sowieso vorbei. Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich eine Bombe sein, ne? Wenn du das jetzt erzählst. Und oje. Also Vorsicht vor Schwiegermüttern, ne? Bitte? Vorsicht vor betrunkenen Schwiegermüttern. Ja, jetzt weiß ich Bescheid für den nächsten. Viel Glück. Alles Gute. Tschüss. Jetzt kommt dran Heike und die ist 26. Heike? Ja. Hallo? Ja? Ja, Domian, grüß dich. Nee, das ist aber keine, das ist Heiko, ne? Heiko, ja. Ja, Heiko. Ja, eine männliche Person. Eine männliche Heike, ja genau. Das ist ja, ist noch was, ja. Also, ich habe ein Problem. Ja? Und zwar geht's um meine Freundin. Mhm. Meine Freundin möchte mich gerne betrügen. Die möchte dich gerne betrügen? Mehr oder weniger, ja. Wieso möchte die dich gerne betrügen? Ja, wie soll ich das sagen? Wir waren voriges Jahr im Dezember im Urlaub. Mhm. In der Karibik. Ja. Da hatte sie jemanden kennengelernt. Ich übrigens auch, also der Animateur vom Hotel. Sehr attraktiver junger Mann. Mhm. Also man kann sich nicht beschweren. Mhm. Und er hatte irgendwelche Andeutungen ihr gegenüber gemacht. Mhm. Sie gestreichelt und so weiter. Und sie hat es irgendwie doch auch
Aufregend gefunden. Mhm. Sie haben sich dann auch mehr oder weniger geküsst. Hey, so weit ging's. Jo. In der Karibik. In der Karibik. Ja. Aber mehr ist nicht gelaufen, die haben nur geknutscht. Mehr ist nicht gelaufen, die haben nur geknutscht, jawohl. Mhm. Hast du das dann da während des Urlaubs auch gleich mitbekommen? Eben nicht. Eben nicht. Mhm. Das ist es. Und zwar hatten wir uns dann circa noch ein halben Jahr. Sie hat bei mir mitgewohnt. Mhm. Hat sie mich verlassen. Mhm. Mehr oder weniger. Wo ist sie denn jetzt im Moment? Sie ist zurückgezogen zu ihren Eltern. Ich dachte, sie wäre jetzt in der Karibik wieder. Nein, nein. Sie ist zu ihren Eltern zurückgezogen. Und ihr seid nicht mehr zusammen? Wir sind wieder zusammen. Mehr oder weniger. Wenn man das so ausdrücken kann, sind wir wieder zusammen. Mhm. Aber du traust dem Braten nicht so. Ja, was heißt trauen? Ich meine, ich vertraue ja eigentlich schon. Ja? Weil ich in irgendeiner Art und Weise doch Einsicht zeigen muss, dass es für meine Person mehr oder weniger noch mehr Männer auf der Welt gibt, außer mich. Ja, aber du sprichst in Rätseln. Du hast gerade gesagt, dass sie dich gerne betrügen will. Was heißt das? Verstehe ich nicht. Sie möchte mit dem jungen Mann in der Karibik gerne schlafen. Ach, also der Mann aus der Karibik ist immer noch aktuell bei ihr. Richtig. Aber der junge Mann ist, der befindet sich zurzeit immer noch in der Karibik. Er kann ja da nicht weg, er ist Animateur. Und deine Freundin, mit der du jetzt wieder zusammen bist, hier in Deutschland, ja, liegt bei dir im Arm und träumt aber von dem Animateur aus der Karibik. Das kann man so nicht sehen. Aber sie liebt den nicht, das kann man nicht so aussehen. Aber sie will mit dem, Sie will mit dem einfach bloß ins Bett, mehr oder weniger. Jawohl. Und das sagt sie dir auch so? Das sagt sie offen ehrlich, weil wir eine offene, ehrliche Beziehung führen. Jetzt, ja. Jetzt. Ja. Nach dem kurzen Trennungszeitraum. Warum seid ihr denn überhaupt wieder zusammengekommen? Weil, ja, wie soll ich das sagen, wir uns mehr oder weniger so geeinigt haben. Wieder? Dass wir eine offene Beziehung führen, weil vorneweg hatten wir eine Beziehung geführt, die... Ach so, eine offene Beziehung. Das, ja. das heißt, sie darf auch von dem Karibikmann träumen. Dann darfst du dich da gar nicht beschweren. Nee, das darfst du schon. Bloß ich habe ein Problem damit. Ich möchte ja nicht unbedingt, dass er mit ihm schlafen sollte. Ja, aber wenn man sich einigt auf eine offene Beziehung, zur offenen Beziehung gehört auch der Sex mit Dritten. Hm. Ja, na, bloß da bin ich ein mehr oder weniger eigener Mensch, weil das gehört ja eigentlich... gehört ja zur Liebe dazu. Ich kann das gut verstehen, aber dann verstehe ich wiederum nicht, dass du dich auf eine offene Beziehung einlässt. Dann hättest du sagen müssen, hier Mädchen, wir können wieder zusammen sein, aber dann sind wir beide auch zusammen. Und nix Karibik mehr und so ein Quark. Ja, ich meine, ich habe ja den, ich will es mal so sagen, ich habe ja den Freibrief gegeben. Mhm. Ja, dann musst du den Freibrief wieder zurücknehmen, wenn du damit nicht leben kannst. Nee. Das mache ich nicht, weil wenn ich Ich kenne ja nur meine Freundin schon etwas länger. Mhm. Das sind die übrigens verlobt, also das ist schon, da wäre jetzt das dritte Jahr. Oder wird das dritte Jahr. Ja gut, Heiko, aber dann musst du halt auch damit leben, dass sie solche Wünsche äußert. Wenn ihr euch einst so geeinigt habt. Und ich möchte ihr aber gerne jetzt den Wunsch erfüllen. Und der ist bereits schon in Arbeit, also ist schon bezahlt und sie fährt nächste Woche Mittwoch, fährt sie in den Urlaub. Wie, Moment, sie fährt allein in die Karibik? Richtig. Du möchtest ihr den Wunsch erfüllen? Du hast ihr das sogar mitbezahlt noch? Ich habe ihr das bezahlt. Aber du hast gerade ganz anders gesprochen. Gerade hast du gesagt, du möchtest nicht, dass sie mit ihm schläft. Ja, ich möchte nicht, dass sie mit ihm schläft, aber ich möchte doch, dass sie dahin fährt, um die Erfahrung einfach mal zu sammeln. Aber wenn es da passiert, passiert. Ich meine, ändern kann ich nicht. Ja, du bist aber wirklich sehr, sehr, sehr schräg drauf. Ja, du bezahlst ihr noch den Flug in die Karibik und denkst dir, die halten da nur Händchen am Strand? Weil ich dumm und naiv bin. So würden wir es alle auch sehen, ja. Ja. Genau so. Wann fährt denn die Schöne in die Karibik? Am 22. 22. September, nächste Woche also. Jo. Ja, wie lange bleibt sie da? 14 Tage. 14 Tage kannst du dann in Deutschland sitzen und dir genau vorstellen, haarklein, was sie alles mit dem schmucken Animateur anstellt. Und da musst du jetzt durch. Richtig. Da gibt's auch nichts mehr zu jammern. Da musst du jetzt zwei Wochen durch. Und dann musst du sehen, wie sich das mit euch weiterentwickelt, wenn sie zurückkommt. Wenn ein Mann so dumm ist, dann muss er auch leiden. So denke ich das. Ja, ich leide ja jetzt schon. Ja, Heiko. Aber da hast du dich aber nur selbst reingerannt, ne? Aber was will man machen? Wo die Liebe hinführt? Naja, also so blind darf Liebe auch nicht sein. Ruf mich doch mal bitte in zwei Wochen nochmal an. Wir wollen alle wissen, wie es in der Karibik ausgegangen ist. Das mache ich auf alle Fälle. Das kannst du. Ne, du rufst an und wir wollen auch wissen, wie es dir dann zumute ist. Das kann ich tun. Ich bin sehr gespannt auf deinen Anruf. Tschüss. Gut, kann ich noch Autogramm kriegen? Ja, Christoph, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Gut. Tschüss. Tschüss.
Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, euch nochmal die Adresse zu sagen, damit wir nicht immer so zurückrufen müssen. Also wenn ihr uns schreiben wollt oder Autogramme haben wollt, dann schreibt ganz einfach an den WDR 1 Live Domian oder einfach nur Domian, kommt auch an, 50600 Köln. Ganz schlichte Adresse, WDR 1 Live Domian 50600 Köln. Jetzt haben wir eine Heike. Wahrscheinlich ist das ein Heiko. Heike oder Heiko? Heike, 25 Jahre alt. Ja, hallo, morgen Daniel. Ja, schönen guten Morgen. Ja, es geht zwar darum, ich war 2,5 Jahre jetzt mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und wir haben uns vor 2,5 Monaten knapp getrennt, sind aber immer wieder zusammengekommen, weil ich dachte, die Beziehung hätte doch noch eine Chance und ich habe es immer wieder versucht. Und ich komme aus einem ziemlich kleinen Ort und jeder weiß, dass wir zusammen waren und wir waren eigentlich im ganzen Ort irgendwo mehr oder weniger als Traumpaar bekannt. Mhm. Und inzwischen hat das die Ausmaße angenommen, dass mich seine Mutter anruft und mir Vorwürfe macht, dass er alkoholabhängig ist und sagt, er ist kurz davor auf der Intensivstation zu kommen, weil er sich kaputt säuft, nicht mehr schuld daran. Mhm. Und ich weiß, dass die Beziehung keine Chance hat. Ich habe es versucht, Jürgen, das musst du mir glauben. Moment. Ihr wart 2,5 Jahre zusammen und seid 2,5 Monate getrennt jetzt. Ja, aber... Ich will auf den Alkoholismus hinaus. Ist er denn Trinker gewesen? Pass auf, er hat bei der Post gearbeitet seit 22 Jahren. Mhm. Und er ist da rausgeflogen. Entschuldigung, tut mir leid. Weil er seinem Kollegen, wie ihr es gehört habt, Geld geklaut hat. Wir hatten vor knapp einem Jahr die Kripo im Haus stehen. Mhm. Die kamen einen Morgen an, haben geklingelt. Mhm. Ne? Und ich war darauf gar nicht vorbereitet. Mhm. Und sie haben einfach die Schränke durchwühlt und so weiter. Mhm. Und haben dann gesagt, ja, ihr Freund hat geklaut. Ich habe gesagt, das ist überhaupt nicht wahr. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Ja, mein Freund, der war die ganze Nacht hier und so. Und nein, das war nicht gestern oder vorgestern, sondern es wäre schon eine Zeit vorher gewesen. Und weil sie ihn schon länger in Verdacht hatten, hatten sie... die Scheine, wie heißt das, präpariert, ne? Und hatten da irgendwie so Zeug drauf getan. Er hatte einen Abend vorher waren wir raus gewesen essen, hatte das an der Hände und so. Heike, lass uns das nicht so ausführlich. Es geht jetzt um eure Geschichte. Meine Frage war, ist er ein Alkoholiker? Ja. Ja. Es ist ganz einfach so, er trinkt extremer, seit ich mich von ihm getrennt habe. Mhm, aber vorher hat er auch schon Alkohol getrunken. Ja. Das heißt, das haut jetzt für ihn noch mehr rein. Ja, und er war auch dann aggressiv und so, aber er hat mich nie geschlagen. Ja. Er hat mich zwar mit Worten fertig gemacht und hat gesagt, okay, ja, geh doch in die Psychiatrie zurück, wo du herkommst und mit meinen kaputten Leuten müsste ich zusammen sein und so weiter. Gut, und jetzt ruft die ehemalige Schwiegermutter, die ehemalige an und macht dir Vorwürfe, dass es ihrem Sohn jetzt noch viel schlechter geht als vorher. Ja, sie hat mir jetzt am Samstag zum Beispiel gesagt, ich habe sie zurückgerufen, weil ich hatte mit ihr eigentlich immer ein gutes Verhältnis, weil sie auch eine Zeit lang bei ihm gewohnt hat und umgekehrt auch, weil er erst seit einem Jahr eine eigene Wohnung hat und hat mir gesagt, ja, der war am Samstag bei mir oder der war ein paar Tage vorher bei mir und du hättest ihn mal sehen müssen, der ist total abgemagert und das ist alles und der trinkt nur noch und der trinkt immer mehr und der isst nichts mehr und ich habe Angst, dass der auf der Intensivstation landet und sie sagte, das wäre wegen mir. Ja, wie oft habt ihr euch denn jetzt in der letzten Zeit noch gesehen und habt nochmal versucht, miteinander irgendwie zueinander zu kommen? Das letzte Mal vor anderthalb Wochen ungefähr. Wie siehst du denn die Beziehung? Siehst du sie wirklich am Ende? Also ich sehe sie am Ende, nicht nur aufgrund des Alkoholismus, sondern weil ich selber meine Kraft und für meine Zukunft, weil ich arbeitslos bin und alles und selber in einer emotionalen Krise stecke, um mich selber hochzuziehen. Ja. Hast du ihm dieses denn jetzt beim letzten Mal auch so ganz klar gesagt, dass du nicht mehr... Ich kann ihm das nicht vom Kopf sagen. Es tut mir weh, wenn ich ihn verletze auf einer Seite. Ich habe ihm Briefe geschrieben, meilenlange Briefe, und habe ihm gesagt, ich wünsche ihm vom Herzen alles Gute und dass er den Weg zu sich selber findet, vielleicht mit einer Partnerin, die auch im Allgemeinen so... abgesehen von dem Problem, was er mit dem Alkohol hat, seine Wünsche und seine Interessen teilt. Dennoch. Aber er kommt nicht von mir los. Ich verstecke mich im Moment bei meinem Großvater zu Hause. Heike, pass mal auf. Immer diese Sprüche von wegen, ich will nicht verletzen, ich will nicht verletzen. Dahinter steckt auch... Aber das tue ich doch, wenn er nur wirklich sterben würde. Ja, natürlich. Naja, nun wollen wir nicht das Allerschlimmste denken. Dahinter steckt auch immer eine Portion eigene Feigheit. Warum Feigheit? Weil du natürlich jetzt ganz klar und krass auftreten musst. Und letztendlich, wenn du ihm gut willst, kannst du ihm nur gut tun, indem du ganz ehrlich dich verhältst und ganz ehrlich sprichst. Auch wenn dieses am Anfang für ihn ungeheuer schmerzlich ist.
Aber nur dieses kann wiederum der Anschluss sein, vielleicht für auch einen Neuanfang, dass er sich auch berappelt. Wenn du ihn jetzt immer so ein bisschen noch irgendwie bei dir behältst und ihm immer wieder ein kleines Zuckerwürfelchen hinwirfst, wird das Ganze noch viel, viel schlimmer und zieht sich in endlose Länge. Ja, ich verstehe, was du meinst. Auf einer Seite sehe ich das ja ganz klar. Auf der anderen Seite bin ich hier im Dorf von den Leuten, die ihn kennen, auf der einen Seite als, was weiß ich, was verschrien. Ich hätte ihn nur ausgenutzt seines Geldes wegen, was erst in erster Linie nicht stimmt. Seine Mutter macht mir irgendwo auf der anderen Seite die Vorwürfe, dass er sich ins Grab trinken würde. Sie sagte, wenn mein Sohn auf der Intensivstation landet, dann wüsste ich, wer schuld ist. Mhm. Und die andere Seite ist natürlich die, dass die alle sagen, ja, wenn man wirklich liebt, wenn man von Herzen liebt, gibt man immer wieder eine Chance und ich habe es versucht. Ja, aber ich bin aber du liebst doch nicht mehr von Herzen. Was soll denn dieses ganze Gerede? Was ist die Alternative? Die Alternative wäre, dass du aus Mitleid mit ihm zusammen bist. Ja. Na, tolle Beziehung. Der Fall, ohne dass ich jetzt noch mehr Einzelheiten von dir erfahre, ist so eindeutig klar, wie du dich jetzt geäußert hast. Mach einen radikalen Schlussstrich. Sage ihm das nochmal oder schreib ihm das, dass du mit ihm nichts mehr zu tun haben möchtest, dass dir Liebe vorbei ist, dass du ihm alles Gute wünschst und dass du auch nicht mehr möchtest, dass er dich anruft. Und dann ist das erstmal vom Tisch für dich. Was dann daraus weiter wird, ist tragisch, wenn er jetzt so krank ist. Aber das ist nicht deine Verantwortung mehr, wirklich nicht. Aber ich verstehe dich, Domian. Du kannst auf der anderen Seite meine Angst davor verstehen, wie die Leute für mich urteilen? Kann ich verstehen. Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung und ich glaube, das ist wirklich auch die richtige Sichtweise. Alles Gute. Na, ist er noch da? Nee, nur ist er weg. Wen haben wir denn noch? Nicole. Nicole ist 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Nicole, du bist meine letzte Gesprächspartnerin heute. Ja, dann beeile ich mich auch. Ich habe rein informativ noch was. Und zwar hattest du die Sendung Ich schäme mich für meine Krankheit. Da ging es um 80% um Furunkel. Und die waren alle verzweifelt und haben gebeten um Medikament. Ich nenne jetzt einfach ein Medikament, Tanosynt heißt es. Falls sich jemand bei dir meldet, das ist ein synthetischer Gerbstoff und bei mir hat es geholfen, ohne Skalpell. Also du hattest ein Furunkel? Ich hatte, aber das ist... Wo hattest du es und wie groß war es? Ah, das ist eine lange Geschichte, aber ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Ich hatte sehr viele, auch jahrelang und überall, kann man sagen. Mhm. Und was ist das jetzt für ein Stoff, den du gerade empfohlen hast? Tanosynt, das ist als Creme und als Badezusatz erhaltbar. Also wie die Tanne, Tanosynt. Tanosynt. Jawohl. Und das kann man einfach so kaufen in der Apotheke? Nee, ich denke, dass es verschreibungspflichtig ist. Mhm. Und das hat dir geholfen? Das hat mir geholfen. Ja. Ich hoffe, dass es den anderen auch hilft. Und das war so dein Tipp, weswegen du... Nein, ich habe angerufen, weil ich in einem Jahr, seit 2 Jahren bin ich Single und habe vor kurzem ein kleines Kätzchen auf dem Bauernhof geholt und traf dann einen Wahnsinnstyp im Stall und bin jetzt blöd. Furunkel, Kanosynt, ein Kätzchen, ein Typ im Stall. Wo führt diese Geschichte hin? Jetzt sind wir eigentlich bei der Hauptgeschichte. Also du hast einen Wahnsinnstyp im Stall getroffen? Ja. Ein Mann vermutlich? Ja. Ja, und? Ja, sah aus wie frischer aus der Jeans-Werbung und ich habe fast das Kätzchen vergessen, das ich holen wollte. Bin dann auch dreimal hingewackelt mit meiner Mutter, die sich dann auch noch ein Kätzchen angucken musste. Das hat die wahnsinnig interessiert, ja. Nur damit ich diesen Typ wieder sehen konnte. Es war ein Knecht oder was? Das ist der Jungbauer. Der Jungbauer. Ja. Was ist zwischen dir und dem Jungbauer gelaufen bis heute? Ich hoffe, knallharter Sex in der Scheune oder sowas. Sehr fachliche Gespräche, wo Milchmaschinen keimen. Nein, freie Milch. Du führst also fachliche Gespräche mit so einem Hengst. Ich habe ein Problem damit direkt, wenn es um Interesse geht, was zu fragen. Also ich beiß mir zehnmal die Zunge abzufragen, könntest du mit mir mal was trinken gehen? Nein, also aber ich kann 100-mal fragen, wie geht die Milchmaschine? Also du solltest jetzt mal aufhören, über die Milchmaschine zu sprechen. Du musst ihm ja auch nicht gleich an die Hose gehen. Es gibt ja auch viele Dinge dazwischen. Also man könnte sich ja mal zum Kino verabreden. Auch ein Jungbauer geht gerne mal ins Kino. Ja, aber dazu müsste ich einen Stall und das ist mir zu offensichtlich. Ach, auch eine junge Frau muss auch schon mal was wagen, wenn sie einen tollen Mann erobern will. Da muss dann schon mal reingehen. Dann red nochmal über deine komische Milchmaschine und dann komm irgendwie so aufs Kino. Es gibt vielleicht auch den neuen Thriller mit über Milchmaschinen oder so. Wir müssen Schluss machen. Alles Gute und viel Erfolg. Und bleib bitte am Ball. Wenn du ihn so toll findest, dann muss auch irgendwas passieren. Viel Glück. Ich glaube, ich traue mir nicht. Gute Nacht. Tschüss. Ich traue mir nicht, sagt sie.
In der Technik Hans-Jürgen Wilde und unser Thema morgen heißt: Meine Strafe war zu gering oder meine Strafe ist zu gering, die ich bekommen habe. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 Uhr sind wir da, Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen, ciao.